Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in Capture One Pro und heute zeige ich euch eine simple RAW-Entwicklung und wie ihr euren Bildern den letzten Schliff verleiht. Gleich geht's los! So, zum Unterschied zu den anderen Videos werde ich heute eher weniger auf die einzelnen Werkzeuge eingehen, sondern ich werde einfach zeigen, wie ich dieses Bild eben entwickeln würde und vorbereiten würde für die Retusche. Das heißt, ich werde so viel wie möglich in Capture One machen, bevor es Richtung Photoshop geht. Und ich starte gleich mal. Das erste, was ich machen möchte, ich möchte ein bisschen mehr Kontrast definiert haben und schauen wir dann gleich nachher einen Weißabgleich an. Ich werde gleich mal bei Tageslicht bleiben. Ich brauche da nicht elend lang herumschauen. Das passt mir eigentlich ganz gut. Was ich als nächstes machen möchte, ich möchte hier im Hintergrund etwas mehr Details haben. Und das mache ich dann gleich hier über das HDR-Tool. Ich setze einfach die Lichter zurück und möchte im Bild aber trotzdem etwas mehr Helligkeit mitgeben. Und gehe dann gleich weiter in die Tonwertkorrektur und kann hier gleich ein bisschen bei den Lichtern wieder retour gehen. Bevor es dann weitergeht, Sättigung kann man auch ein wenig reduzieren und Kontraste einstellen werde ich heute über die Luma Curve machen, weil mir die nicht in der Sättigung reingreift. Das heißt, ich brauche hier nur die Luminanzen einstellen. Und das reicht dann schon an sich. Ich habe jetzt schon mehr Kontrast drinnen. Und das nächste, was ich bei Outdoor-Porträts ziemlich oft mache, ist eine Vignette einsetzen. Als nächstes gehe ich dann weiter in die lokalen Anpassungen. Ich möchte den Hautton noch homogenisieren. Und dazu brauche ich wegen den Haaren hier eine lokale Anpassung, dass ich da safe bin mit den Einstellungen. Sonst sieht das alles immer gleich fake aus. Und dasselbe mache ich hier beim Bauch noch. So. Hier noch. Maske füllen. Und jetzt brauche ich noch das Radiergummi-Werkzeug und kann hier noch die Lippen aussparen. Bevor ich dann weitergehe in den Farbeditor. Dazu blende ich mir jetzt die Maske aus und suche mir einen Hautton aus. Da haben wir gedacht, hier bei der Stirn, der sieht ziemlich normal aus. Und habe hier in meinem Farbrad meinen Farbbereich. Den erhöhe ich mir gleich mit der Sättigung und ich spreize ein bisschen den Bereich hier in den Rot- und Gelbtönen und jetzt gehe ich ein bisschen mit der Glättung zurück, weil sonst habe ich hier Grün und Magenta auch drinnen interpretiert. Und das nächste, was ich eben mache, ist einmal schon vordefinieren, wie möchte ich die Haut dann haben, bevor ich ans eigentliche Homogenisieren gehe. So, dazu Farbton 100%, Sättigung so, 70, 75. Und dann erhöhe ich ein bisschen die Helligkeit noch. So. Sieht schon mal ganz gut aus. Gut. Vorher-Nachher-Ansicht, dazu klicke ich einfach die Ebene weg. Vorher-Nachher. Und gehe dann gleich weiter ins Color Grading. Dazu habe ich hier, wie im anderen Video schon gezeigt, ich habe da eine eigene Ebene. Das war die falsche. Color Grading. So. Jetzt haben wir das Richtige, da wird mir ist einfach nur die Farbbalance-Werkzeuge und das Belichtungswerkzeug angezeigt. Und
Jetzt werde ich mal hier den Farbton in den Tiefen anpassen und dazu habe mich für einen Braunton entschieden. Ein bisschen die Luminanz reduzieren. Und in den Lichtern nehmen wir etwas Cyan. Und dasselbe machen wir hier auch in den Mitteltönen. Da nehmen wir ein bisschen Blau. Ich möchte ein bisschen eine kühlere Farbstimmung haben. Und als Masterfarbe werde ich jetzt hier Magenta nehmen. Ah, ein bisschen zu viel. Und jetzt kann ich wieder zu meiner normalen Ansicht wechseln. Dazu habe ich mir hier noch vorbereitet eine weitere Variante von meinem Bild, dass ich euch eine Vorher-Nachher-Ansicht zeigen kann. Links sehen wir jetzt eine Nachher-Ansicht und das Ausgangsbild auf der rechten Seite. Das war's zu meinem heutigen Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr das Video geil fandet, dann abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Tutorial wieder. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr gern für Themen hättet und bis dahin, ciao!